Wir hängen wieder nur so zum Spaß auf der Sternwarte von Rosalina rum, ja. Wir sollten uns langsam mal in Bewegung setzen und die nächsten Sterne sammeln. Wir haben ja bereits 13 Stück hier in Super Mario Galaxy, habe ich das schon genannt. Ja, hier nochmal an der Stelle, ist ein tolles Spiel, ne? Gut, aktuell bringt das Spiel jetzt noch nicht so viel Spannung. Die Oberwelt an sich ist sehr ruhig gehalten. Aber was geil an der Oberwelt ist, ist ja tatsächlich, dass die Musik sich so ein bisschen verändert, je nachdem, wie weit man im Spiel gekommen ist. Also sollten wir, ja, lieber mehr Sterne sammeln. Sternstaubgalaxie oder Kampffelsengalaxie? Ist jetzt natürlich so die Frage. Das ist die Frage. Ich entscheide mich für die Sternstaubgalaxie, denn dort haben wir bereits angefangen. Gut, Mario fliegt zu seinem 14. Stern. Yeah. Kamex Flotte greift an. Ja, das hört sich schon mal nicht so gut an, aber solange es nicht Bowser mit seiner Flotte ist, ja. Ja gut, wir könnten den Koopa King schon früher besiegen, wenn das wirklich Bowsers Flotte ist, oder? Ja, keine Ahnung, ist ja sowieso nur so ein kleiner Handlanger von Bowser. Würde jetzt natürlich nicht so viel wert sein, würde nicht so viel Punkte geben, wenn wir ihn besiegen, ne. Weil wir wollen ja die Bonuspunkte haben. Man kann sich hier irgendwie in dieses Schiff glitschen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht ausprobieren. Okay, ich habe es ausprobiert, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Und von irgendwo aus, ich will mal jetzt will ich was ausprobieren? Ja, eigentlich schon. Eigentlich will ich schon was ausprobieren. Wir sind jetzt hier auf der Flotte. Und dann gibt es hier einen weiteren Trick, wie man zurück von hier aus zu dem Pilzschiff kommt. Die Toads, die netten Toads, die haben ja das ganze Schiff schön zusammengebaut, das muss man an der Stelle sagen. Gut, sie wollen mir dieses Drehen beibringen, dass das Drehen auch dazu da ist, ein bisschen weiterzukommen und so. Aber das ist uns egal. Da im Hintergrund sehen wir schon ein paar Planeten, die später noch wichtig sein werden in dieser Galaxie. Ah, ich finde das einfach so geil. Also, es gibt ja auch Nachgänger, das ist ein wundervolles Wort. Den Nachfolger, so nennt man das, zu Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 2. Und da ist es so, ich finde die Galaxien dort eher schmächtig, weil sie, ja, schmächtig sind. Nee, die sind halt sehr leer. Man sieht im Hintergrund nicht so viele andere Planeten. Also man sieht echt, dass hier in diesem Spiel, im ersten Teil, deutlich mehr, dass der Name Galaxy viel näher rankommt. So, hier kriegen wir noch ein paar Sternteile. Also das finde ich einfach nur so persönlich. Also von der Aufmachung her finde ich wirklich den ersten Teil besser. Aber welche Vorteile der zweite Teil hat, das sehen wir erst beim Let's Play zum zweiten Teil. Der wird auch ein bisschen später auftauchen. Nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich will eigentlich hier drauf und was ausprobieren. So, das könnte jetzt der erste Tod werden. Ist der erste Tod, oder? Nein, ist nicht der erste Tod. Tod. Ah, wir fallen in die Leere am schwarzen Loch vorbei, Leute. Bams. Ja, dann kommen wir wieder hier an. Willkommen zurück. Ja, ist ein kleiner netter Trick, aber jetzt auch nicht so wichtig, ne? So, ja, ist halt nur so zum Spaß da. Ich denke mal, das wollten die Entwickler auch nicht, aber vielleicht ist es ja so ein geheimer Shortcut, um wieder zurückzukommen. Falls die Entwickler irgendwas ausprobieren wollten oder so. Ja, kann natürlich auch sein. Okay. Wir sind aber jetzt auf jeden Fall hier nochmal auf dem Schiff zurück und hauen den Kamek direkt eine rein und er haut uns eine rein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, ich will gerne die Münze haben. Zack, und dann hauen wir wieder ab. Los, flieg Mario. Da ist schon der Stern. Ist auch schön gemacht hier mit dem Schein, dass überall, wo der Stern erscheinen wird oder da ist, dass es so einen kleinen Schein gibt. Das ist wirklich sehr toll. So, und hier will ich mal einmal rüberspringen und mich hier am Greifstern festhalten. Dann können wir nämlich durch den Schornstein in einen anderen Raum gelangen. Mit ganz vielen Sternteilen. Ja, die wollen wir mal alle mitnehmen. Wow. Boah, sind das viele. Ja, hier kann man schon einige sammeln, ne? Wir haben ja für die Lumas auf der Sternwarte schon ab und an mal, ja, eigentlich nur einmal bisher, Sterneteile gebraucht, um neue Galaxien freizuschalten. Oder eine Galaxie. Ja, pro Luma eine. Nee, pro Luma eine Galaxie. Und da gibt es eigentlich auch nur einen Stern. Also das ist jetzt, das sind so kleine Mini-Galaxien. Das ist nichts Wichtiges eigentlich. Für die 100% natürlich, aber ja gut, wir spielen ja nicht 100%. Doch, wir spielen 100%. Ha, wer glaubt jetzt was? Ich weiß nicht. Jetzt sind alle verwirrt.
So, vielleicht können wir hier noch einen Maxi-Pilz rausholen. Genau, das wollte ich. Würde jetzt zwar nicht so nötig sein für einen Skiller wie mich, ne? Nee. Ja, aber ich kenne das Spiel. Und ich glaube nicht, dass ich hier so Probleme kriegen werde wie in einigen anderen Spielen. Ja. So, wen haben wir denn hier vor uns? Einen Bosskampf. Natürlich. Kamek! Nein, es ist, ich glaube, Carmella. Ich glaube, sie heißt Carmella. Es ist so eine, ja, eine Bitch-Version von Kamek. Ja. Aber die sieht auch nicht wirklich gut aus. Also, die war ein bisschen, ich weiß auch nicht, die war zu lange im sonst ruhig. Ich will jetzt keine Orte nennen, die eventuell, ja, nicht geeignet sind für so ein Spiel. Was weiß ich. Gut. Wir müssen ihre Koopa Shells zurückschleudern. Wir könnten sie auffangen, indem wir, also, ja gut, die roten Strahlen oder die roten Bälle, die sie da abfeuert, sind natürlich Feuerbälle. Oder verwandeln sich in Feuerbälle, sobald sie auf den Boden knallen. Dafür sind die grünen Strahlen, die sie abfeuert, dafür da, dass man einen Panzer kriegt. Und man kann den Panzer schon kriegen, bevor er spawnt, indem man sich in der Nähe einfach dreht. Also, ziemlich simpel. Muss man aber natürlich auch erstmal drauf kommen. So, dann haben wir unseren Stern. Carmella ist besiegt. Und wir können zurück zur Sternwarte mit einem weiteren eingesammelten Stern. Mit unserem 14. Ja. Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Part gemacht haben, wo wir Bowser Jr. und seinen dreibeinigen Riesen besiegt haben. Doch, das müsste... Doch, das war am Anfang des letzten Parts. Okay, ja, ich komme selbst ein bisschen durcheinander, weil ich die 5 Parts... Oder waren es 4? Boah, jetzt komme ich total durcheinander. Ich habe auf jeden Fall bei der letzten Session sehr viel aufgenommen. Unter anderem auch Spyro New Beginning. Und da kommt man doch ein bisschen durcheinander. Und was sehen wir denn hier? Einen roten Kometen. Ich will die Kometen eigentlich jetzt noch nicht so... Ach komm, machen wir es mal. So, was sind Kometen? Das sollte ich vielleicht an der Stelle erklären, aber da ich weiß, dass das Spiel uns es selbst nochmal erklären wird, doch, das wird Rosalina gleich sagen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Gleich sagt sie, oh, Kometen, Kometen, Kometen. Gut, Kometen sind spezielle Aufgaben. In dem Fall der Zeitangriff. Rote Kometen sind Zeitangriffe. Und da muss man das Level oder einen Stern in einer bestimmten Zeit abschließen, um den Stern zu kriegen. Sonst sterben wir und können das ganze Level nochmal in derselben Zeit, also mit denselben Bedingungen, nochmal machen. Also 4 Minuten haben wir Zeit, den Stern zu holen. Ah, es ist schön. Man kann sich ein bisschen beeilen. Man muss sich ja nicht zwingend beeilen, wenn man, ja, keine Ahnung, Skill hat, weiß ich nicht. Ja, hier können wir ein bisschen mitnehmen. Wir wollen natürlich ein paar Sternteile mitnehmen. Würde jetzt natürlich nicht so zwingend notwendig... Ey, komm zurück! Notwendig sein. Weil, ja gut, ich denke mal, die zweite Luma, den zweiten Luma, hallo, lauf nicht im Kreis, können wir noch füttern. Den zweiten Luma können wir noch füttern. Und, naja, das ist gut, weil das ist halt direkt die Galaxie, wo man sehr viele Sternteile farmen kann. Also da könnte ich im Notfall auch offscreen ein paar Sternteile holen. Aber ich werde erstmal versuchen, die so regulär zu holen, ne, so im Let's Play, dann sehen wir wirklich alles. Ha, ob ich hier 9999... Sternteile holen werde, das ist so eine andere Sache, weil dafür gibt es noch ein kleines, ich will nicht sagen Easter Egg, aber das ist, ja, ein kleiner netter Scherz, den sich die Entwickler gedacht haben. Er bringt nicht sehr viel, aber, ja, kann man so stehen lassen, ich weiß auch nicht. Also, ist es nicht zwingend notwendig, die maximale Anzahl an Sternteilen zu sammeln, weil die dann, die bringen relativ wenig, also, keine Ahnung. Im zweiten Teil hat die maximale Anzahl dann doch ein bisschen mehr Sinn. Und das kann man auch öfter gebrauchen, aber allein für das letzte Level kann man es gebrauchen. Dieses Spiel hat ja tatsächlich kein richtiges letztes Level, wenn man es einfach so mit Mario durchspielt, ne? Klar, es gibt einen 121. Stern, aber den werde ich nicht im Let's Play holen, weil dann müsste ich ja das ganze Spiel nochmal spielen, unter anderen Bedingungen. Unter Bedingungen, die ich erst lieber später machen will. Also später im Sinne von, ja, ein paar Jährchen später, ne? So, wir springen hier rüber. Sind halt nur noch die Silbersterne, die wir einsammeln müssen. Ist nicht viel. Nee, Leute. 1, 2, 3, hopp. So, wo können wir noch hin? Ja, also es ist schon interessant, wie hier alles auftaucht, ne? Ich glaube, es ist da, bevor es auftaucht, ne? So.
versteht der ein oder andere, dass die Collision halt da ist, dass wir nicht runterfallen können. Dass Mario theoretisch in der Luft fliegen bleiben würde. Anders wäre es auch nervig. Ich denke, das wäre auch ein bisschen zu viel Collision Detection. Oder sie tauchen halt nur auf, wenn das ganze Objekt eine bestimmte Animation hat, in dem Fall die zusammengesetzte Animation oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem Code jetzt nicht so gut aus. Aber egal, der Stern spawnt und wir müssen in den nächsten paar Sekunden, wo war das? Hier runter, ne? In den nächsten paar Minuten, Sekunden, wir haben ja genug Zeit, den Stern ergreifen können. Bleiben Sie stehen! Zack! Also mir ist es noch nie passiert, dass ich da zwischen den Blöcken durchgefallen bin. Also man kann sich ruhig ein bisschen beeilen. Klar, wenn man sich zu sehr beeilt, dann ist natürlich die Gefahr da, dass man runterfällt. Was auch nicht ganz so ratsam ist. So, will mir Rosalina jetzt nicht endlich sagen, was die Kometen sind? Das wäre vielleicht doch etwas, was die Leute interessieren würde. Halt spezielle Aufgaben. In Kurzfassung spezielle Aufgaben, die zufällig erscheinen. Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Ich weiß auch nicht. Vielleicht macht sich Bowser einen Kaffee. Da braucht man ja sehr viel Energie für. Ja, also er für seinen Kaffee ist eine Spezial-Kaffeemischung. Das ist total geil. So, wir können jetzt zu Bowser. Aber ich will ja noch den letzten Stern der Sternenstaubgalaxie machen. Ja. Der Stern ist jetzt nicht schwer. Also, jetzt kommen wir wieder halt an Ort. Das ist halt so das Geile, ne? Ich hab's ja gerade angesprochen. Die Galaxien, die sind. Vielleicht kennt das der ein oder andere in Galaxy 2. Da sind einige Planeten einfach nicht da. Gut, hier sind auch ein paar Planeten dazugekommen jetzt in dem Fall. Aber, man kann echt das meiste hier in dem Spiel sehen. Also, man sieht wirklich, dass es so ein bisschen. Das ist echt eine offene Welt. Also, es ist zwar linear, das Spiel, aber es wirkt halt alles sehr offen. Dadurch, dass es halt alles in so einem. Ja, in so einem offenen Raum alles schwebt. Man sieht da zum Beispiel noch die Plattform vom ersten. Vom ersten Stern. Oh, und es gibt auch einen geheimen Stern, in dem wir wieder einen Luma füttern. Ja, einen geheimen Stern. Es gibt jetzt auch geheime Sterne. Das ist schön. In einigen Galaxien. In der ersten Welt war das jetzt nicht so, aber wir sollten vielleicht ein paar. Ich glaube, der will 30, ne? 30 Sternteile sammeln, um den Typen zu füttern. Ah, komm, wir machen den normalen Stern jetzt einfach. Ich will mich jetzt nicht so rumquälen. Wir nehmen auch ein paar Sternteile einfach so mit. Guck mal, hier sind schon genug. Ich könnte jetzt eigentlich wieder zurück. Ja, es ist verlockend, aber. Gut, ich würde jetzt auch. Komm, zwingen wir uns mal nicht dazu. Wir wollen lieber den normalen Stern, ne? Bevor wir irgendwas machen, was wir hinterher, wo wir nicht. Ja, eigentlich würde ich durchblicken, aber das Ding ist halt. Komm, wir machen einfach nach der Reihenfolge, ne? So. Dann hadere ich auch ein bisschen mit mir selbst, ne? Mach's es nicht! Ich weiß es doch nicht! So, schöne Kettenreaktion. Ja, oder weniger Kettenreaktion als, ja, Multikill. Oh, du willst ins Aufgeschleudert werden? Hier, bitte sehr. Ich frage mich, ob er irgendwo mal landen wird. War das denn? Toad! Es tut mir leid, ich wollte dich nicht in die unendlichen Weiten schleudern. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Scherz zwischen uns beiden, aber. Scheiße, er ist weg! Oh, wie traurig. Ja, das tut mir jetzt aber leid, ne? Oh. Das Ding ist, er wird ja auch nie langsamer. Es gibt ja keine Luftreibung. Er wird... Wow. Nein! Spaß... Nein! Was ist... Was... Wo ist der Toad? Eigentlich sollte man den ja hier hinschleudern, ne? Aber jetzt habe ich den eigentlich... Ist das jetzt Mord gewesen? Kann man das jetzt Mord nennen, dass ich den, weggeschleudert habe? Weil im Grunde habe ich ihn ja nicht umgebracht. Ich habe seine Existenz nur gefährdet. Boah, ist schon schlimm genug, oder? Meine Güte, der, ja. Ich glaube, der hat noch ein fröhliches Leben für die nächsten 3 Tage oder wie lange er braucht, um zu verhungern. So. Dann kommen wir zum nächsten Bosskampf. Ah, guck mal, da ist ein neuer Tod. Oder er ist einfach hier gelandet. Sagen wir, er ist hier gelandet und hat sich eventuell, ich weiß nicht, den Pilzhut und die Klamotten gewechselt. Kann natürlich sein, er hat die Klamotten gewechselt.
Kinder, es ist alles gut. Das ist der richtige. Das ist der Toad von vorhin. Der hat sich hier irgendwie eingeschlichen, bevor das Ding explodiert ist, aber ist ja schön, dass alles wieder glücklich ist. Ne? Also, dass der Toad noch am Leben ist, das wollen wir alle. Das ist etwas, was wir alle begrüßen. Ne? Sonst wäre es ja kein Mario-Spiel, wenn hier einfach Toads sterben würden. Die Gegner werden ja auch nur besiegt, ne? Da kann man nicht wirklich von einem Mord reden. So, erstmal schön auf den Hintern. Ich weiß nicht, ob die Seiten auch was... Ah ne, die Seiten sprühen einfach nur Gift, ne? Die Seiten sprühen nur Gift. Wir müssen seine komischen Wabbelteile unten treffen. Was auch immer das darstellen soll. Zack. Jetzt sind sie alle drei kaputt. Und er lässt sich neue zuwachsen. Ja, so funktioniert das. Er hat sogar Flügel. Ich dachte, es wäre eine Spinne. Aber das Ding hat auch noch Flügel, okay. Okay, aufpassen vor dem Gift. Jetzt ein bisschen beeilen und eventuell noch treffen. Zack, yeah, voll in den Rücken. Oder was auch immer das sein soll. Das Ding hat bestimmt ein Außenskelett, ne? Ist schön auf Skelett. Gut. Wir dürfen halt jetzt nicht daneben treffen. Zack. Das macht mich ein bisschen nervös, wenn er so zappelt. Aber da ist er schon weg, ja. Fliegt in die Sonne da drüben. Der hat auch ein schönes Leben. Er wurde auch nur besiegt. Er ist nicht wirklich gestorben. Er ist, ja. Sonst wäre es ja kein Mario-Spiel, wie gesagt. Das ist alles schön regulär. Gut. Boah, wir haben richtig viele Sterne heute gesammelt. Ganze 4 Stück, glaube ich schon, ne? Mit 14 angefangen. Jetzt dürften wir 18... Nee. Jetzt haben wir 16. Mit wie vielen haben wir angefangen? Keine Ahnung. Irgendwie kommt das jetzt nicht hin. Mit 13 haben wir angefangen. Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Ja, das ist dieser Luma, von dem ich gerade gesprochen habe, dass der... Ja, komm. Will ich das jetzt noch zeigen? Wäre eigentlich schon schön, ne? Da zeige ich jetzt mal den Gourmet-Luma. Hallo, Gourmet-Luma. Lalalala, hey, Sternteile, gib mir ganz viele davon oder ich bring dich um. Oh. Nein, gib mir einfach 400. Ja, hier. Gut. Dann flieg wieder in die Luft, weil sie dir alle in die Oberschenkel rutschen. Verwandlung! Klingt jetzt lauter, als es eigentlich war. Man könnte es natürlich auch total in die Welt hinausschreien. Verwandlung! Aber gut. Ich will es jetzt mal nicht übertreiben, ne? So, fliegen wir mal in diese Extra-Galaxie und schnappen uns den einzigen Stern, der dort lebt. Bald nicht mehr. Fliege mit Klebekokons in der Kokon-Asteroiden-Galaxie. Boah, ist jetzt ein langer Name. Kokon-Asteroiden-Galaxie. Meine Güte. Ja, gut. Und zwar haben wir diesmal vor uns so einen kleinen Parcours von diesen Klebekokons. Okay, der Toad wollte uns eigentlich sagen, wie die funktionieren. Also den wir nicht umgebracht, einfach nur in die Unendlichkeit geschleudert haben. Der wollte uns eigentlich sagen, wie es funktioniert, aber gut. Hat sich jetzt, ne? Hat sich jetzt. Gut, wie funktioniert das? Die Kamera ist an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen gemein. Man sollte aufpassen, wo man hinzielt. So, vielleicht ein bisschen schräger ziehen, als man glaubt, dass es richtig wäre. Denn es ist ja oft so, dass man hier daneben zielt. Einfach aus dem Grund, dass die Kamera so ein bisschen daneben zielt. Also, daneben steht. Oh, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wenn sie aufhören zu schießen. Jetzt. Gut, das läuft bisher echt fabulös. So, und das ist halt die Stelle mit den ganz vielen Sternteilen, wo wir ganz viele farmen können. Wir fahren hier einfach rum, sammeln sie und ja, fahren dann erstmal weiter. Jetzt wird der ein oder andere glauben, oh mein Gott, er ist gestorben, er ist gestorben. Ja, das hat sich jetzt jeder gedacht. Scheiße. Schade oder scheiße, such dir was aus. Ja, wir sind gestorben, aber können sofort wieder die ganzen Sternteile sammeln. Das ist halt so der Trick dabei. Ich wollte das halt nur mal demonstrieren. Ja, war kein echter Fail. Das war alles geplant, alles in Schau gestellt. So wie eigentlich alles auf YouTube. Nee, aber eigentlich mache ich das von dieser Stelle aus, wo ich hier dann die ganzen Sternteile sammle. Gehe ich hier einfach mit dem Cursor lang und dann bringe ich mich irgendwo da drüben um, weil das sind schon ganz viele Sternteile, die da lang gesaust kommen. Und wenn ich dann 999 habe, hole ich mir dann endlich den Stern, der auch nicht so weit entfernt ist.
Zock. So, okay, der war zu weit. Ja, wollte ich nur mal demonstrieren, ne? Jetzt demonstrieren wir es nochmal, ja, weil es so spaßig ist. Ja, die Galaxie ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Das war auch die erste Galaxie, an der ich so früher so, ja, gehangen bin. Das ist ein bisschen kacke, ne? Das ist schon so früh im Spiel eine Galaxie gibt, wo man hängt. So, aber die Sternteile wollen wir gerne mitnehmen, ne? War mit dem Cursor ein bisschen langfahren. Die kommen da ein bisschen angesaust, die Sternteile. Also, die sind nicht alle auf einmal da. Ja gut, fahren wir jetzt einfach mal weiter, ne? Sonst wird's langweilig. Oh, das sind so viele, das sind so viele. Das ist halt so verlockend, gerade bei der Stelle. Ach, bitte! So, ja, halt dich fest. Verdammt normal, du. Scheiß Klempner. Nein! Nein, 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 nein! Und noch einmal die Klospüssel runtergespült. Was ist denn mit dir los heute? Gut. Ich will aber auf jeden Fall... Es ist echt verlockend auch, ne? Es ist schon so ein bisschen was, was man gerne tut. Okay, ich dachte, ich müsste wieder... wie irre schütteln. Aber wir kriegen ja hier jedes Mal ein Leben und aufpassen vor den Flammen. Dingern. Wenn wir da reinfallen... in diese Flammen... dann... also egal, ob am Kokon oder ohne Kokon, wird es ein schnelles Ende finden. So, und hier kann man auch noch welche haben. Man kann auch erstmal nach hier kommen und dann sich umbringen. Mir ist es halt auch eher so aufgefallen, als ich so oft hier gestorben bin. Dass man diesen Trick hier anwenden kann und zack, den Stern haben wir. Meine Stimme verabschiedet sich ein bisschen und ich denke, das werden wir jetzt gleich auch tun, nachdem Mario den Stern nach Hause gebracht hat, werden mir jetzt bitte endlich die Kometen erklärt. Damit ich es nicht tun muss. Das haben wir alle gesehen, aber es ist anscheinend im Spiel scheißegal. Normalerweise erklärt es alles. Also erwarte ich auch vom Spiel, dass es jetzt tut. So, ich speichere einfach mal. Zack. Speichervorgang. Okay. Okay. Ach, okay. Okay, ja. Ich glaube, das war schon im letzten Part so, dass uns das erklärt. Was ist mit meinem Bildschirm los? Er hat sich gerade verabschiedet, ein bisschen ausgeschaltet. Schön, dass er sich nach 20 Minuten einfach mal so, ja, abschaltet. Keine Ahnung, ist komisch. Egal, wir haben 17 Sterne und beim nächsten Mal werden wir Bowser in den Hintern treten. Hoffentlich, wenn er nicht wieder seinen Sohn vorschickt, dann werden wir ihm aus dieser Kuppel vertreiben, aus diesem Ort, von seinem momentanen Standpunkt aus. Ja, da werden wir ihn infiltrieren und, ja, deponieren. Gut. Das alles, wie gesagt, beim nächsten Mal. Tschüss und bye bye, okay. Meinetwegen auch rückwärts.